Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück bei Avatar. Dieses Mal geht es nicht mehr um Äste, sondern um Bastmaterial. Wir haben insgesamt vier Bastmaterialien zur Waffenherstellung. Die zeige ich euch natürlich, wo ihr diese findet. Und natürlich, welche Qualität und wo ihr drauf achten müsstet, falls wir die sammeln sollen. Fangen wir auch gleich an. Wir gehen meistens mal von vorne bis nach hinten. Ich grüße euch. Dieses Mal geht's um Volkilin, allgemein um das Material Bast, wo man das alles findet. Die Volkilinlilie finden wir natürlich am besten Qualität trocken. Und hier müssen wir einfach in den verhangenen Wald. Hier hinten in diesem Sumpfbiom, hier unten, flacher Sumpf, direkt eigentlich neben der Heilhütte im Na'vi-Lager. Müssen wir eigentlich gar nicht weit gehen. Und hier befinden sich schon ausgezeichnete Bastgegenstände. Hier müssen wir ein Stück weiter nach oben drücken, das Steuerkreuz. Da gibt es leider keinen weiter. Wo ist noch einer? Hier haben wir noch einen. Oh, Steuerkreuz nach oben und ein bisschen nach links. AP drückt trocken, tadellos, haben wir. Ausgezeichnet 37. Und auch wieder ausgezeichnet. Dieses Mal geht es um die Schattenwasserpest. Diese finden wir natürlich beste Qualität trocken. Wir sind jetzt hier in der Höhenprärie. Hier hinten unter diesen Bergen hier. In den schwebenden Bergen, ein Stück weiter, Rückzug des Lachens, müssen wir hier ein bisschen auf die Suche gehen. In diesen Knollen, in diesen großen Knollen hier, dort sind sie meistens drinnen. Wie gesagt, hier habe ich die ersten besten gefunden. Ein Stück weiter am Rand, ihr seht es schon, wenn ihr sie markiert habt, dann sind die dort drinne. Bisschen weiter Anlauf nehmen. So ein bisschen an den Rand stehen und dann können wir sie sammeln. Hier müsst ihr das Steuerkreuz ein Stück weiter nicht nach oben, sondern nach unten und weiter rechts. Und dann einfach ziehen. Tadellos und trocken und dann haben wir ein Schattenwasserfest ausgezeichnet. Dieses Mal geht es um das Waldseegras. Das Waldseegras auch wieder beste Qualität trocken. Wir sind jetzt hier im Kinglorwald, hier bei den Waldgeistbögen. Und hier haben wir auch eine gefallene Jäger-Navi-Lager. Und hier eigentlich hier außenrum. In diesem kleinen Gebiet finden wir die Ausgezeichneten. Ein Stückchen weiter nach dem, wie gesagt, gefallenen Jäger finden wir uns schon die ersten. Hier auch mal. Hier müssen wir das Steuerkreuz nach links ein Stück weiter hoch. Und zack, ab. Hier auch wieder. Drei Viertel kurz vor. Ja, uhrzeitmäßig 3:50 so ungefähr. Und somit haben wir ausgezeichnet. So, weiter geht's. Natürlich mit Bast, dem letzten Sohlsfreude des Kinglorwalds. Hier ja, müssen wir natürlich auch wieder beste Qualität trocken. Jetzt sind wir hier auch wieder im Kinglorwald, hier hinten ungefähr ein Stück weiter nach der Steinverarbeitung Bravo. Hier im Dornwaldbiom gibt es diese hier. Und hier müssen wir einfach wirklich ein bisschen reinfliegen nur. Ihr seht ungefähr an dem Knick hier bin ich jetzt ungefähr und hier findet man schon die ausgezeichneten
Bastteile. Wenn wir hier rangehen, müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, weil ihr könntet natürlich hier was abbekommen. Hier müssen wir so in Stücken, also Viertel, 10 nach Viertel nach Uhrzeit hindrücken den Controller. Und dann haben wir ausgezeichneten Bast. Hier haben wir gleich nochmal einen. Auch wieder gucken, wo es hängt. Da rechts. Natürlich bei sowas ist es hier natürlich sehr. Wieder ungefähr Viertel, 10 nach so. Und wir haben wieder ausgezeichnet. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.